Ja, und damit willkommen zurück hier bei Cry of Fear. In der letzten Folge, beziehungsweise beim letzten Mal, waren wir hier im Keller unterwegs und wir sollten, glaube ich, wieder hier unser Double Equipment herstellen. Einfach nur für den Fall, dass irgendwas passiert, sollten wir uns wehren können. Da steht ja schon einem hier und all dieser Kram, das ist nicht so gut. Ich hoffe, hier ist jetzt niemand, der mich erschrecken möchte, denn heute bin ich wirklich müde. Bin schon seit gefühlt 50 Millionen Stunden auf und, ja. How's the laboratory? I'm not there. At least I'm not there right now. Okay, jetzt sind wir immerhin schon mal draußen. Really? Yes. Unbelievable. So, wir müssen uns jetzt die Nummer merken. Das ist das wirklich Schreckliche. 5-4-3-2-1-4, 5-4-3-2-1-4, 5-4-3-2-1-4, hallo? Also, wahrscheinlich, weil ich nur dann das Handy in der Hand haben darf, oder? Ja. 5-4-3-2-1-4. Okay, ich stelle auf laut und wir rufen an. So wie der stöhnt, könnte das dieser Arzt unter der Weste gewesen sein. Was war das? 5432? 5432? Das hat aber lange gepiept. Das war nicht das Richtige. 5247, wow. 54. Moment, was? Nein. 5247? Okay, das hat sich richtig angehört. I thought you were streaming there. No, I'm actually not. Unbelievable. Oh oh. Oh oh. Oh. Wir gehen hier gleich nochmal in aller Ruhe durch. Ich habe nur Angst. Ich habe nur Angst, dass hier irgendwas ist, was mich umbringen möchte. Weil das wird halt safe so sein, als ob man uns hier in Ruhe lässt. Man wird uns hier richtig leiden lassen. Aber ich denke immer noch jedes Mal, das wären Spritzen, ne? Und dass ich heute echt müde bin, macht's echt nicht unbedingt besser. Boom. Aber irgendwie ist es auch ein bisschen lustig, muss ich sagen. Also das muss ich dem Spiel schon geben. Dieses Spiel kann man immerhin echt ziemlich lustig spielen. Ach nee, wir sind jetzt in irgendeiner Crackbude drin. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Hallo? Wisst ihr, ich gehe da jetzt noch nicht runter, weil oh, unten ist immer schlimmer. Wisst ihr? Oh Gott, dieses Geräusch. Das macht mich fertig. Oh Gott. Oh Gott. Wieso ausgerechnet heute? Weißt du, heute bin ich schon müde. Und dann kommt so ein Bullshit. Oh Gott. Okay, hier oben scheint tatsächlich nichts zu sein. Nicht mal ein bisschen Munition oder so. Oh, Jesus, take the wheel. Wo bin ich hier gelandet? Wirklich, ich kann das alles nicht mehr. So. Okay. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig.
The stairs has fallen apart. I can't go up. Natürlich kannst du da hoch. Du fauler Sack, du könntest da einfach hochklettern. Dann müsstest du nicht unbedingt der Kettensäge entgegenlaufen. Oh Jesus, take three. Meine Hände sind wirklich am Schwitzen. Und wir haben nicht mehr so viel Munition. Oh Jesus. Hell no. Das tue ich mir jetzt nicht an. Oder tue ich es mir doch an? Ich bin mir noch nicht sicher. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich muss die Lage erstmal begutachten. Wo bin ich hier gelandet? Und das um diese Uhrzeit. Und auch noch, wenn ich so hart müde bin. Da habe ich mir wieder das Perfekte ausgesucht. Wirklich. Oh Gott. Oh Gott. Ich sehe es halt schon, wie hier irgendwo hinter so einer Ecke gleich so ein Typ herkommt, der mich einfach mit der Kettensäge verfolgt. Oh Mann. Okay, hier ist immerhin nichts. Ich suche mir immer als erstes die Sackgassen aus. Boah, ich sehe das schon. Der wird halt gleich sowas von kommen. Der wird mich anschreien und dann wird er mich kaputt sägen. Bin mir sicher, dass das passieren wird. Ich sag's ja. Weißt du? Der wird gleich sowas von kommen und dann ist Ciao Kakao, dann ist Ende im Gelände. Die Sache ist, die Sache hat sich so ein bisschen abgenutzt gerade, würde ich sagen. Dadurch, dass es immer wieder gekommen ist. Da muss ich sagen, beim letzten Mal, da war ich schon abgehärtet gegen das Geräusch. Würde ich einfach mal ganz arrogant behaupten. Ich sage einfach mal ganz arrogant, ich habe keine Angst mehr. Wer auch immer da gerade mit der Kettensäge ist, weißt du, du kannst mich. Am Hobelpupen. Das hat Tante Marianne mal gesagt und seitdem habe ich das Bedürfnis, das auch zu sagen. So. Okay, wir sind in der Kanalisation. Ob das gut ist oder nicht, das werden wir noch herausfinden. Aber naja, jetzt bin ich da. Was soll ich machen, ne? Ach komm! Oh oh. Oh oh. Das ist nicht so gut. Ich glaube, mit dem Messer, mit dem Handy kann ich da jetzt nicht so viel anrichten. Mann, wer bist denn du? Du kannst mich auch am Hobel pupen. Bring ihn doch um. So. Wir brauchen das jetzt. Has the evil cow haunted you yet? No, but something else. So. So, okay. Ich habe mich da jetzt nicht unbedingt gut geschlagen, muss ich sagen. Also ein bisschen ärgere ich mich. Ich hoffe, hier sind jetzt nicht noch mehr von diesen Viechern. Oh, das war ja schon an. Hätte ich mich nicht einfach hier verstecken können? Dann hätte ich eine Spritze gespart. Oh Gott. Wo? Hallo. Ich drücke die ganze Zeit auf den Shortcut fürs Messer und nichts passiert. Mann, wo bin ich denn hier gelandet? In was für einer Freakshow. Erstmal muss ich jetzt wieder die Waffe nachladen, die ich schon wieder leer geschossen habe, weil die Viecher so viel Munition verbrauchen. Ich glaube, wir bleiben einfach jetzt in Zukunft wirklich beim Messer. Am Hobel pupen könnte er mich. Gott, hier ist doch noch so ein Viech. Ich wusste es. Du hast dich schlecht versteckt, mein Lieber. Ganz schlecht.
Wie ich sag, du kannst mich am Hobel gucken. Wenn ich dich nur treffen würde, weißt du, dann behältst du schon längst nicht mehr so viel, was auch immer du da hast. Mann, der bringt mich halt Real Talk einfach um. Mann. Ja komm, müssen wir uns jetzt gönnen, wir haben keine Wahl. Komm. Boah. Today I was standing somewhere with this... Was steht denn da? Was ist das für ein Wort? Ach so, Willis. Waiting for the first class to start and special friend was screaming and I couldn't hear him. Oh. And I could hear him. Oh. That's a whole different story. And what did he say? I asked one of the teachers if I could put something into their bin and he said, that's fine, so I got... And so I go and put it in there and this before I knew special friend was there. Oh. Ach Gott. Kann ich das kaputt machen? No, I will not look at any pronouns yet. I'm quite busy right now. Oh Gott, wo bin ich hier? Ich komme hier nicht mal raus. So. Hätte ich vielleicht springen müssen? Ja. Ach nee. Ach nee. Ach nee. Weißt du, wir waren schon raus und schon sind wir wieder drin. Meine Konzentration ist auch heute echt am Arsch. There is something moving on the table. What the hell is it? Ja, das ist eine gute Frage. Das sieht komisch aus. Oh, warte mal. So, Screenshot. Das gönne ich mir. Es gibt ein gutes Thumbnail. Ich wusste es. Weißt du, kommt der von hier, gehe ich da lang. Stirb. Also sorry, wenn ich heute irgendwie... Oh Gott, ich habe ihn schon gesehen. Wenn ich heute irgendwie ein bisschen geistig verwirrter bin als sonst. Dann wundert euch nicht. Das liegt daran, dass ich verwirrt bin. Also noch mehr als sonst. Komm, weißt du, nie. Das gebe ich mir jetzt nicht. So, boom. Los bin ich, das Viech. Oh, von da wäre ich auch gekommen. Och, nee, nee, nee. Tschüss. Da bin ich raus, weißt du? We had a math test yesterday. Today's special friend was saying how easy it was. I have a feeling he failed. Because he's always on his laptop playing Pac-Man or something. You mean this laptop that he showed to everybody when he got it? Yes, oh, I remember that story. Boah, ich bin gerade einfach nur froh, dass wir raus aus diesem Müllhaufen sind, wirklich. Also ich dachte mir gerade nur, geht der da lang, gehe ich da nicht lang, weißt du? Oh Gott, an das erinnere ich mich. Riesenpennerfeuer da, oh Gott. Weißt du, das wird hier alles nicht mehr besser. Das wird nicht mehr besser. Und ich übersehe halt safe die ganze Zeit irgendeinen Müll und reg mich dann darüber auf. Es ist immer so. Immer, immer, immer. Geh hier mal rein, weißt du? Ich will mich verstecken. Und ich habe eigentlich gehofft, dass hier irgendwas ist, aber natürlich ist hier nichts. Warum sollte mir auch mal was Gutes widerfahren? Ach Gott, ich kann hier nicht mal rüberspringen, was ein Müll. Kann ich die Säge mitnehmen?
Es wäre angebracht. Ich sehe schon, wie ich zu diesem Pennerfeuer gehe und dann die absolute Eskalation hier ausbricht. Do you use Google Chrome or Microsoft Edge? I personally use Safari and Google Chrome. Safari when I'm on low battery and Google Chrome when I don't care about the battery. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich hier rauskomme. Aber da wird sich schon noch ein Weg finden, hoffentlich. Special friend uses Microsoft Edge. Oh Jesus, take the wheel. That's like Internet Explorer. Oh, hier steht eine Telefonnummer. 0155-66-328-3231. Sollen wir da anrufen? Einfach so aus Spaß. Moment, wo ist mein Handy? Ich muss das abfotografieren. Ich kann mir das nicht merken. Mein Gehirn ist heute wirklich, das klebt irgendwo an der Wand. Upsi. Habe ich vollgesprochen beim Reden. Widerlich. Ach, Jesus, take the wheel. Wirklich, ich kann das heute alles nicht mehr. Aber ich muss sagen, ich habe trotzdem Bock auf den Stream und deswegen streamen wir auch. So, ich habe ein Bild gemacht. Jetzt nehmen wir das Telefon. Das Telefon. Achso, ja, stimmt. So, wir nehmen das Telefon. So. Und jetzt rufen wir da an, aber wahrscheinlich wird es nicht funktionieren. So, 01 55 66 3 2. Habe ich mich verdrückt? Ich glaube schon. 0-1-5-5-6-6-3-2. Okay, anscheinend ist die Nummer zu lang. Got it, okay. Dann machen wir Dual mit Handy. Jetzt müssen wir einen Weg hier rausfinden, actually, worauf ich gar keine Lust habe. Ist halt gar nichts, oder? Da bin ich dumm. Haben wir irgendwas im Inventar, was uns helfen könnte? Nein. Und hier kamen wir, oder? Kamen wir von hier? Ich glaube schon. Oder doch nicht? Keine Ahnung. Ich werde mir das mal merken. Diesen Spot. Everyone knows Edge is scheiße. Ja, so ist es. Ich muss sagen, das geht mir bisher noch nicht unbedingt auf, was ich hier tun soll. Aber, okay, das ist nicht dieselbe Stelle. Gut, da ist eins und hier ist eins. Beziehungsweise da vorne? Ja, müsste. Ich habe keine Ahnung, aus welchem ich jetzt kam und in welches ich muss, aber ich gehe jetzt einfach hier rein. Und wir hoffen einfach, dass es richtig ist. Ja, okay, es war richtig. Oh, Munition, ja, das nehme ich. Könnte aber auch mal eine Spritze gebrauchen, so für die Gesundheit. Nur so eine kleine, wisst ihr? Die Sache ist, wir waren am Anfang super verwöhnt. Und das Ganze hat sich natürlich jetzt geändert. Das soll ja auch ein bisschen eine Herausforderung sein. Ja, was soll ich sagen? Ist es. Ne? Oh nee. Ach komm. Ach, wieder Michael Myers für Arme hier. Piss dich, Bruder. Oh, das ist jetzt ungünstig. Aber komm her. Weißt, ich kann das auch. So, boom.
in deine hässliche Drecksvisage. Weißt du? Ich kann das auch. So. Dual. Damit. Dual. Damit. Ach man, wieso ist er despawned? Daraus hätte man ein gutes Thumbnail machen können. Oh Gott. Oh. Okay. Habe ich jetzt noch nichts gefunden, was mir den Weg schlüssiger erscheinen lässt, aber das Magazin nehme ich gerne mit. Da sage ich nicht nein zu. Bräuchten aber mal wieder eine Spritze. Davon sind wirklich so wenig hier, ne? Mein Gefühl sagt mir tatsächlich auch, wir müssen Spritzen wirklich sparen. Ach komm! Keck. So. Bereue es gerade ein bisschen. Oh. 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 Okay, wir müssen lesen. Persönliche Notiz. Jeff, willkommen im Team. Dankeschön. Sicherlich hat dein Chef schon die grundlegenden Sachen erwähnt. Aber hier ein paar Dinge, die dir nützlich sein sollen. Erstens, die Höhle ist nass, kalt und voller Pfützen. Pass auf, wo du hinläufst. Zweitens, Zigarettenpause alle 2 Stunden am wichtigsten. Der Chef ist ein Arsch. Vergiss den Code zu Sektor D nicht. Du wirst den ganzen Tag ein- und ausgehen. Prick ihn dir also lieber ein. Der Code ist 279. Die letzte Zahl ist mit Tinte übersät. Ich kann es nicht lesen. 279, okay. 279. Ja, wir müssen das anzünden und dann macht's Boom und dann können wir da rein. Wunderbar. Das war zu. Ja, wir probieren das gleich aus. Ich will nochmal hier hin. Ist locked. Ja, super. Wow, es war halt wirklich 2799. Einfach weil man mit 1 an wahrscheinlich anfängt und dann 9 und dann ist es das Letzte. Ich kann das alles nicht mehr. Oh, Jesus, take the wheel, wirklich. Ich kann das alles nicht mehr. Ach, komm. Piss dich. Pissbirne. Geh mir bloß aus dem Weg. Da verstehe ich keinen Spaß. Weißt du? Ach, komm. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Was auch immer du bist, stirb doch einfach. So. Besser ist es nämlich. So und so. Mann! Was ist denn los mit dir? Stech ihn doch ab! Schon die ganze Zeit mit dem Knopf mit dem Finger auf dem Knopf fürs Messer. Einfach nur, damit wir dann ganz schnell umschalten können. Wie viele Spritzen haben wir jetzt? Mich interessiert es einfach nur tatsächlich. 2, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Die Sache ist, wir müssen auch auf unsere Gesundheit achten. Ach komm! Weißt du, 2. Das ist doch nicht wahr. Au! Au! Inventory full. Oh Gott. Inventory full. Moment, wir haben ein Feuerzeug. Nie.
Kann ich die irgendwie triggern oder kann ich die anschießen? Ja, ich kann ihm einen Headshot geben. Komm her. Dein Glück gerade, ich sag's dir, Michael Myers, für Arme. So, und der andere auch. So. Kommt mir bloß nicht zu nahe, ihr Keks. Hä? Hatte der nicht eine Schrotflinte? Wo ist meine Schrotflinte? Bin ich dumm? Ach, der hat geraucht. Oh. Wahrscheinlich keine Schrotflinte. Ich dachte, er hätte eine Schrotflinte in der Hand. Jetzt bin ich enttäuscht. Aber daher haben wir das Feuerzeug. Okay, okay, okay. Ich verstehe, ich verstehe. Apparently special friend is allowed to be on entire fucking laptop which he plays games on, but I can't be on my phone for 1 second to check Twitter to see if you've messaged me. Yeah, that's fair, totally. That's my school logic. But it's just not important what I'm messaging on Twitter, so... Bin wieder die ganze Zeit auf dem Knopf hier. Oh, meine Gesundheit ist wieder vollkommen hergestellt. Wie kann das sein? Habe ich eine Spritze benutzt? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Oder doch? Bin schon wieder auf dem Knopf die ganze Zeit über. But games aren't important either. Yes, but maybe they just don't know that he's playing games all the time. Ah ja, ah ja, ja bestimmt, weißt du, ah ja, ah ja. So, ich renne hier jetzt vorbei und ich hau ab. Das gebe ich mir jetzt nicht. They know, how do you know they know? Maybe I can set this on fire, oh yes. This bitch is on fire. Oh, die kommen doch jetzt hier. Ich wusste es. Ich gehe jetzt einfach nur vorbei. Ich habe dem einen gegeben und ich hau ab. So. Schlüssel. Komm, wieso ist hier nichts Gutes? Irgendwie eine Spritze. Ich nehme alles. Ich bin da nicht. Ich bin. Oh Gott, das war dumm. Ich gehe hier direkt wieder rein. I'm looking at my phone keyboard, all I hear is maybe I can set this on fire. Oh, this bitch is on fire. Oh yes, that's true. That's true. Okay. Ich denke, ich weiß, wofür der Schlüssel da ist. Die Sache ist, wir werden hier halt jetzt hardcore penetriert. So ist es nämlich. So. Use und raus. Rein da. So. Okay. Alles gut. Wir sind so los. Oh Gott. Wir haben uns immerhin Gesundheit gespart. But literally all the teachers have told him to stop playing games on his laptop. Yeah. Maybe he has a little bit special treatment. What the fuck? Hey! What the fuck are you doing? Not you again. Wait! Oh-oh. Da ist der Schlüssel. Is that the key you was talking about? Kann ich hier wieder raus? Wow, das hat's ihm gegeben. Wirklich. Hast du irgendwas für mich? Oh, ich habe irgendwas gedrückt. Nein, ich muss hier weg.
Oh oh. Er geht gerade automatisch. Entschuldigung. Okay, es hat sich wieder gefixt. Ja gut, diese Tür ist sowieso locked. Oh. Moment. Okay, es war anscheinend nur irgendwie, der hat was gefragt. So. Ich bin mir nicht ganz sicher, was wir tun sollen. Ich würde ihm jetzt damit vielleicht mal eine hauen. But literally all the teachers have told him to stop. That's what I want. That's what I want to do with special friend. Oh. That's not very nice. Ja, da ist der Schlüssel nicht. Können wir das irgendwie überspringen? Oh. Hi. Oh. Der darf uns also nicht einmal damit kriegen. Oh. Okay, ich verstehe. Renn! Ach so, er hat nichts mehr. Oh oh. Wir haben aber auch keine Dingens mehr. Wir müssen uns das jetzt gönnen, wir haben keine Wahl. Danke oder so? Ich werde etwas Großes brauchen, um den Schlüssel herauszuschneiden. Ja, das wirst du hier nicht finden, mein Lieber. He locked the door. Überraschung. Oh Gott, wo bin ich hier wieder? Oh Gott. Eine Spritze. Endlich mal was wir brauchen können. Ich sehe halt einfach, wie hier gleich wieder dieses Viech kommt. Dachte, ich habe Schritte gehört, aber das sind die eigenen Schritte von ihm. Okay. Wie das Viech hier gleich kommt und mich wieder voll anschreit. Okay. Eine Säge. Perfekt. Wir haben doch vorhin schon Sägen gesehen. Wieso haben wir die nicht mitgenommen? This is special friend when you tell him you don't want to talk to him anymore. Oh. Das hört sich ja nett an. Oh Mann. Oh Mann. Wünschte, ich wäre schockiert, aber genau das war mein Gefühl. There's your girlfriend again. Ach komm. Reicht jetzt auch. So. So. Okay. After this math test, you need 60% to pass. I think special friend is going to get like
43 and then he will have to do the test again and if he fails that again he gets moved to a stupid class. Oh. That sounds mean. But maybe you can help him not to fail. How about no? That's not very nice. Ich gehe jetzt noch einmal kurz hier lang. Oh Gott, ich dachte schon, hier kommt jetzt wieder irgendjemand und schreit mich an. Ich rechne sekündlich damit. Welchen haben wir denn heute? Ach so, okay. How am I meant to help if the test is done already? I don't know, maybe for the next test. Ach, wieso kann ich das immer noch benutzen? Verstehe ich nicht. Gar nicht eklig oder so. Wunderbar. Das mache ich in meiner Freizeit auch immer so. I can happily give his phone number for you to help him. No, thank you. I'm quite busy right now. Playing this game, you know. Ja, möchte ich dadurch? Nee. Muss ich dadurch? Ja. Spritze. Wir können nochmal speichern. Aber wir könnten auch echt wieder ein bisschen mehr von dem ganzen Zeug hier gebrauchen. What the fuck? Oh oh. Oh oh. Das ist nicht so gut. Ah, wir können immerhin noch speichern. Was? You will die. Ja, danke schön. Danke, dass ihr so optimistisch seid. What do you think? Nicht viel, wenn ich ehrlich bin. Do you like this? Ach, das ist mir eigentlich egal. You don't know anything. Ja, das ist so. Das ist wahr. If you just could understand, ja, wir verstehen vieles auf der Welt, nicht so ist es nun mal. I never wanted this, ja, komm, bla bla bla. Ne? I just want you to die, just die. Ja, vielleicht später. You can help him when you're not busy. I think you can help him if you recommend him this game. Oh Gott, jetzt werden wir auch noch angetouched. Das gefällt mir nicht. Gott, falsche Dings natürlich, ne? Natürlich wieder die falsche. Ich glaube, wir sollten hier auch einfach einmal sterben, wenn ich ehrlich bin. Weil das endet halt nicht. Oder endet es da vorne? Ich bin mir nicht sicher. Na klasse. Eine Spritze verschwendet. Hallucinations? Am I going insane? Shit.
Er hat mir bestimmt was angetan. Immerhin trägt er eine Gasmaske und ich nicht. Ja, das stimmt. Chapter 3, The City is not safe. Ja, so ist es, aber vielleicht kommen wir jetzt endlich mal raus. Würde ich tatsächlich feiern. No, because you would then actually show it to like 7000 people and what he has found in the game and start screaming for like 3 minutes. I think that's a good thing, because he would scream like all the time in this game. Die Musik ist ganz chillig. No, it's not. Yes, it is. It would be funny seeing him screaming all the time playing this game. Ich sehe leider nichts, ne? Nein, da wollte ich nicht hin. His screaming is fucking terrible, but it would be funny if he's screaming because this game is so evil. Oh Gott, wir sind endlich hier raus. Spritze und raus hier, so. Aber die Musik ist ganz cool. Ich finde es ganz gut, dass wir jetzt draußen sind, muss ich sagen. Ich fühle mich ein bisschen besser. I don't need this right now. Was genau? He can scream at home and annoy his mother. Oh. But I still think you should recommend this. Give me a second, I need cookies. Bist du okay? Du kommst wohl besser nach Hause. Ich mache mir langsam Sorgen. Ja, Sorgen mache ich mir auch. How about you do it? I have his phone number. Do you want it? No, I'm busy right now playing this game. You have nothing to do, so I think you should recommend him this game. Ach komm. Wieder so ein Keck von Kekistan. But I need cookies, one second, but you can. No, I don't have time right now, but you have. Still after you get your cookies. Oh, eine Spritze. Das macht mich gerade glücklich. Oh, das Geräusch kenne ich. Ich hoffe einfach, hier kommt irgendwie keine böse Überraschung auf mich zu. Ich schaue mir hier alles ganz genau an und hoffe, dass ich nichts übersehe. Ansonsten bin ich sehr, sehr traurig. I can give you his number. No, I'm busy right now. Ach komm. Ich glaube, ich nenne diese Folge ein Keck auf der Straße. Ja, okay, wir wissen alle, worauf das hinausläuft.
komm. Spaß dir. You blocked the SIM card, but you have 20 others, so... Start a new collection. Wir haben nur noch einen Schuss. Und ein Magazin. Das ist nicht gut. Das heißt, wir müssen jetzt das machen und das machen. Oh oh. Irgendwie sieht das vielversprechend aus. Muss mir alles angucken. Ja, okay, hier ist eh Ende. Ich werde aber gleich dann einfach hier rüber gehen, weil wir das Nötigste haben, was wir hier. Ich wusste es, ich wusste es. Ja, okay, das ist nur der Keck, der draußen rumchillt. Ach komm. Kann er sich rausbrechen? Oh, ich war noch die ganze Zeit auf laut, sorry. Au! Was ist denn mit dir? Keck. Moment, warte, können wir hier laden? Ich habe irgendwas kaputt gemacht. Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Okay, es hat sich aufgehängt. Moment, das ist kein Problem. Das ist sogar gut für uns. Denn dann können wir nochmal laden und halt, ne, für das, das ist besser so. Oh, Jesus, take the wheel. I don't attract the other 20s out. Game crashed, yes, but you can start a new collection, so. Just do it. No, yes. Oh, ich bin müde, ich sag's euch, aber es ist irgendwie einfach lustig. Ein paar Minuten machen wir noch und dann machen wir für Cry of Fear zumindest für heute Schluss. Es lädt gerade übrigens für den Fall, dass ihr euch wundert, warum ist der Bildschirm schwarz? Es ist das Lied, glaube ich. Ich hoffe, es hat nicht, sich nicht wieder aufgehängt. Nee, es lädt, okay. Moment, ihr solltet gleich wieder Bild haben. So. Okay, jetzt ist Bild da. Wo habe ich denn aufgehört? Wie spät haben wir es? Wir haben es 21.59 Uhr. Das heißt, das hier ist der letzte. Ja, okay. Au, der sollte mich hier gar nicht kriegen. So, Keck. Der hat mich, glaube ich, nur einmal gekriegt oder so. Arsch. Ich hoffe, es war nur einmal. Even I hadn't checked them out, he blocked me on the others too. Yeah, maybe he was right blocking you. When you spam him with 20 SIM cards. Komm. Hallo. Oh Gott. Ich gehe hier jetzt rein. Ich gehe hier rein. Ich will hier nur zurück wieder rein. Mann, was ist denn das? Ja, bringt mich ruhig um. Gar kein Problem. Oh. Ja gut. Das geht auch. Kann man machen.
Okay, ja, warum nicht, ne? Die Sache ist, dass hier gleich 50 von denen sind. Das gefällt mir nicht. Auch dass ich hier nicht wieder reinkam, hat mir auch nicht gefallen. So, wo bist du? Komm hier halt wirklich nicht wieder rein, ne? Oh. Oh. Das war's jetzt mit meiner Munition. Das war's jetzt. Obwohl eins, ist es, haben wir dann noch eins? Ich weiß es gar nicht. Will einfach ein bisschen Licht haben. Sache ist, wir haben nur einen Schuss. Das heißt, ich muss dann sowieso rennen. Wieso komme ich hier nicht mehr rein? Ich will hier rein. Ich denke, ich sollte hier einmal ganz schnell vorbeirennen, dass der mich nicht kriegt. Oh. Kommt schon, gibt mir was Gutes. Bisschen Munition. Es ist doch ein Polizeiauto. Das sollte doch irgendwas Cooles haben. Ich denke, wir brauchen das Messer jetzt. I don't need this right now. Ach, du solltest alles nehmen, was du kriegen kannst, kann ich dir nur sagen. Braucht das jetzt nicht, ich glaub's wirklich. Ich weiß halt nicht, ob das besser ist. Können wir den vielleicht von weitem treffen? Schnell dürfte der gar nicht reagieren können. Der sieht mich doch gar nicht. Aber ja, Messer ist halt viel, viel flinker, ne? Oh, neither I do. Yes, you do. You need all of this. No, I don't. Yes, you do. Ach, schade. Ich dachte, ich hätte Munition gesehen, aber das war nur so ein Pedal. Natürlich. Wieder hier in irgendeine verlassene Gasse rein. Gar kein Problem. You need special friends number. No, I don't. Ach, nee. Weißt du, Rat muss nicht. Ach komm. So, boom. Ich hoffe, die gehen jetzt wieder zurück auf ihre Plätze. Ich kann mich ein bisschen hier erholen und dann kriegen die gleich noch einen drauf. So. Komm her. Hallo. Hallo. Ich wusste es. Wir brauchen eine Spritze. Ganz, ganz schnell.
Oh, das sieht so ungesund aus. Das sieht so ungesund aus. Es tut nur weh beim Zugucken. Ein Schuss. Gebt mir doch was Gutes. Bisschen Munition, bisschen irgendwas zum Randalieren. Ich brauch das. Oh Mann. Okay, hier können wir immerhin speichern. Why don't you want to recommend this game to him? Because I don't know him. And he is your special friend and not mine, so you should do the recommendation. Oh oh. Oh oh. Ja. Wer hätte damit gerechnet? Entschuldigung, was denkt er, wer er ist? Ich verstehe, warum hier gespeichert wurde. Kann ich das irgendwie überspringen? Okay, ich renne jetzt erstmal einfach ganz stumpf weiter. Die Sache ist, ich bin nicht bereit, ohne dieses Gewehr zu gehen. Ich bin einiges bereit dafür zu tun, ich sag's wie es ist. Ohne dieses Gewehr werde ich nicht gehen. Ich werde nicht ohne dieses Gewehr gehen, darauf könnt ihr einen lassen. Mann! Mann, er ist viel zu schnell! Aber ohne dieses Gewehr, ich werde hier nicht ohne dieses Gewehr weggehen. Ich sag's, wie es ist. Nein, geh doch! Geh doch, Mann, wir hatten das! Wir hatten das! Wir hatten das! Ach Mann, wieso bleibt er an jeder Ecke hängen? Ach Mann, ich werde nicht ohne dieses Gewehr gehen, das könnt ihr sowas von knicken. Dieses Gewehr ist jetzt mein kompletter Lebenswille. Nein, ich werde nicht ohne gehen. Ich werde es nicht ohne übers Herz bringen. Ich möchte hier runter dann und ganz schnell hier dann wieder rein, wisst ihr? Das ist der Plan. Und dann wird er wahrscheinlich wieder zurück in seine Kammer gehen, wo ihn niemand sehen will. Und, ne? Mann, er bleibt andauernd hängen. Och, Mann. See for your Cry of Fear thumbnail on YouTube, I have some suggestions for you. Okay, I'm hearing, because this whole thing is pure shit. There's nothing in a good quality to use. Nein, geh, 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 ja, 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 okay, ja. Make the font where it says Cry of Fear something better. It looks like... oh, ein Raid! Hallo, vielen Dank für den Raid!
Wir spielen gerade Cry of Fear und ich habe das Gewehr bekommen. Ich bin so glücklich. Allerdings kommt er jetzt hoffentlich nicht und bringt mich um. Vielen Dank für den Raid. Vielen Dank. Oh Gott. Hallöchen, hallo. Aber der kommt doch jetzt safe und will mich dann richtig hart umbringen. Er ist weg? Wie kann das sein? Heißt das, ich hätte einfach nur zurückrennen können und dann wäre er auch weg gewesen? Guten Abend, hallo. Oh Gott, wo bin ich hier gelandet? Oh oh, das hört sich nicht so gut an. Oh oh. Oh oh. Das ist gar nicht gut. Diese Musik alleine schon. Aber es sieht so aus, als wäre er weg. Hoffentlich ist es so. Ja, ich würde sagen, einfach raus hier wirklich. Also, ich kann das alles nicht mehr. Dieses Spiel zu spielen, wenn man übermüdet ist, ist einfach die reinste Challenge. Aber irgendwie ist es auch lustig. Okay, das Gewehr nimmt nur einen Platz ein. Das ist merkwürdig. Aber ich nehme alles, das kann ich nur sagen. Ach Gott, ich kann das alles nicht mehr wirklich. I don't need this right now. Ja, ist klar. Weißt du, du sollst nehmen, was du kriegen kannst und nicht noch irgendwelche Forderungen stellen. Wir wurden eben von einem Mann mit Kettensäge verfolgt und da ist Michael Myers für Arme an der Wand. Sogar gleich doppelt. Ach, nee. Und er, ich brauche das jetzt nicht. Immerhin ein Magazin. Ach nö, ich habe keine Lust auf die. Okay. Mal gucken, ob wir die gekillt kriegen, ohne hier irgendwie selbst einen abzukriegen. Das wäre irgendwie ganz gut, weil... Naja. Wir müssen mit den Spritzen geizen. Stirb doch. Okay, er ist tot. Perfekt. Okay. Hm, von der Seite ist man vielleicht halbwegs safe. Oder? Bin mir nicht sicher. Okay, der hat gesessen, glaube ich. Ja, der auch. Okay, im Chat geht wieder die typische Erklärung ab. Okay, immerhin sind wir den jetzt los. Ach komm! Wieder dieses komische Baby. Es sieht einfach aus wie ein Alien. Was will es von mir? Oh Gott. Ich glaube, das Kapitel heißt doch sogar, diese Stadt ist nicht sicher. Ja, ich merke es. Ich merke es, weißt du? Ich merke es. Oh Mann. Ja, wieder in den Keller. Wohin auch sonst? Also sobald wir den nächsten Speicherpunkt erreichen, machen wir Schluss mit Cry of Fear und dann können wir noch ein bisschen Tomb Raider spielen. Oh Gott. Das sieht hier nicht unbedingt besser aus und ich denke jedes Mal, das wären Spritzen, aber das sind einfach nur Kugelschreiber. Oh Mann, was mache ich jetzt? Wir nehmen... das... damit. Nein. Wir nehmen das... damit. Ich glaube, das ist die beste Kombination für hier. Und falls irgendjemand kommt, können wir auch noch ganz schnell aufs Messer umschalten. Also, ja. Oh Gott. Also sprecht ihr hier Denglisch? Oh, das trifft sehr gut. Das trifft es sehr gut. Ach komm! Du alte Terror-Queen. Verpiss dich! Bitte geh! Und schrei mich nicht so an! Och Mann, ey. K-
kein Wunder, wenn die hier so in der U-Bahn wohnt, dass die so schlecht gelaunt ist. Ja, genau. Es kommt einfach ein Messer aus seinem Kopf. Ich kann das alles nicht mehr. Oh Mann. Was stand da? Irgendwas mit Very Funny, ein Easter Egg. Ahaha, ja, ich sterbe vor Lachen. Ist ja nicht so, dass ich vor 2 Sekunden fast aufgespießt wurde, aber... immerhin ein Easter Egg Joke. Ja, so ist es. Ich lieb's. Ja, zum Glück ist hier alles zu. Ach komm! Nein! Nein, nicht aufspießen! Hä? Was, von hinten auch noch irgendjemand mit einem Messer? Willst du mich verarschen? Stirb! Ach Gott. Stirb! So. Okay, wir müssen uns ganz schnell eine Spritze gönnen. Und wir müssen mit den Spritzen weiter geizen, sonst... Das wird alles nichts mehr. So, okay, was mache ich jetzt? Telefon und Messer. So. Nee. Wir gucken erstmal in die andere Tür rein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das die bessere oder die schlechtere Wahl war. Ein Schuss. Ein Schuss. Und es geht hier rein. But the, your thumbnail font for Cry of Fear looks like a basic bitch. Because it is Arial. But it's the original font. Ich war einfach so schockiert. Ich war so am Thumbnails machen und auf einmal, also ich habe so rumprobiert mit Schriftarten und es war einfach nur Arial, aber halt so ein bisschen gestreckt. Also es war ein bisschen schmaler gemacht. Nochmal dieser Stab. Ja gut, nochmal nehme ich den jetzt nicht mit. Okay, hier ist zu. Change the font to be something more creative and not basic, bitch. But I would like to have the original logo in the thumbnail. That's why I choose to just make it a little bit more beautiful. Aber hat nicht so funktioniert. Ach komm! Weißt du, so ein Geist. Ich glaub's wohl. Schrei mich nicht so an. Wirklich. Das muss immer direkt so eskalieren. Die müssen einen immer direkt so richtig anschreien. Wo bin ich hier? Und es geht hier auch noch raus. Nee. Das gebe ich mir jetzt nicht. Es gibt doch bestimmt auch noch andere Wege. Da war doch noch ein ganz neues eigenes Stockwerk mit eigenen Türen und eigenen Räumen. Da war ich noch nicht, glaube ich. Okay, die Tür ist zu. Boah, wie dieser Geist hier durchkam. Ich bin immer noch schockiert. Okay, wir waren da drin. Das heißt, wir können doch hier rein. Oh Gott. Ich hoffe, hier sind einfach alle Türen zu. Oh, ein Magazin. Das brauche ich. Okay, hier ist... Ich wollte schon sagen, ich höre etwas, das mir nicht gefällt. Ich renne jetzt einfach und haue ab. So, boom. Puh. Tatsächlich bringt das Ding allerdings nicht ganz so viel. Ach stimmt, wenn man irgendwie 2 gedrückt hält, dann kriegt man das zusammen. Ich erinnere mich. Ciao, ciao, bin mal wieder weg. Erschreckt euch nicht zu sehr. Oh, ja. Aber vielen Dank, dass du da warst. Und vielen Dank, dass du im Chat warst. Und ja, mit dem Erschrecken, das kann ich nicht versprechen. Okay, das war zu. Das heißt, wir müssen da sogar runter. Och nö, ich möchte nicht. Aber als hätten wir eine Wahl.
Wenn es hier, es ist hier sogar hell, das heißt, wir können ihn sogar so abstechen. Ach komm. Einfach die falsche Taste. Hör auf, mich andauernd ablecken zu wollen. Ich bin kein Bonbon. Oh shit, ich muss hier irgendwo in die Tür rein. Puh. Okay. Kurz beruhigen. Er muss auch erstmal hier wieder die Energie aufladen. Und dann geht's gleich weiter. Okay. Ist er wieder ganz hinten? Ja, perfekt. Wie er einen immer ablecken will, als wäre man halt einfach literally so ein Lutscher oder so. Ach komm! I do not have time for this! Da gab's doch so ein Meme letztens. Ach komm! Der will mich auch noch verhauen. Erstmal will er uns nur ablecken und dann will er uns auch noch verhauen. Entscheid dich. You do have time for it. No. Okay, hier ist nichts. Mom. Ein paar Spritzen wären langsam wieder nett. Ach, nie. 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 Verfolgt es mich noch? Ja, anscheinend. Oh, scheiße. Da war wieder das Viech. Können wir das nicht einfach abschießen? Ich meine, das wäre eine Idee, oder? Moment, ich muss erstmal was trinken. Okay, wir machen mal Folgendes. Wir machen das mit dem Handy und wenn ich dem vielleicht nur einen Schuss reinhaue, dann ist es vielleicht schon weg. Ansonsten renne ich dann einfach wieder weg. Ach komm. Der Plan hat gut funktioniert. Ich wollte gerade sagen, immerhin sind wir draußen, aber das sieht irgendwie nicht so vielversprechend aus hier. Oh, wir müssen anscheinend da so drüber klettern. Oh no. Okay. Geht's so? Ja. Okay, da müssen wir rüberspringen. So. Ist hier irgendwas Cooles? Sieht nicht so aus. Ich würde auch langsam gerne mal wieder speichern, muss ich sagen. Oh, oh. Alles destroyed. Vielleicht im Mülleimer irgendwas Gutes? Sieht nicht so aus. Hieran erinnere ich mich sogar noch. Oh Gott. Irgendwo speichern wäre nett. Okay, da geht's nicht lang. Ein Eagle Statue. Statue von einem Igel. Wunderbar. Nein, das ist gar kein Igel. Oh, ich bin so dumm. Aber ich bin übermüdet. Ich darf heute dumm sein. Ich glaube, ich verstehe. I don't know what to talk about. Same. Moment. Aber was bringt mir das? Okay. Oh, ich glaube, ich verstehe. Da
Das ist ein Pferd. Press it, I dare you. Okay, wo ist das Pferd? Bist du ein Pferd? Was bist du? Schwierig zu sagen. Wenn wir das jetzt nach vorne drücken, was ist passiert? Ja, ich denke mal, das soll so in der Mitte sein. Also würde ich jetzt sagen, dass das dann richtig ist. Was war da vorne drauf? Dieser Adler, ne? Der muss nach vorne. Ich würde sagen, das ist richtig. Oh, wir können hier speichern. Und instant irgendeine Eskalation mit der Musik. Nee, hier gehe ich jetzt mal noch nicht lang. Ich habe gerade noch keine Lust. Geh mal hier lang. Eine Tür. Die abgeschlossen ist. Gott sei Dank. Ich denke aber mal, wir werden... hier dann gleich auch mit Cry of Fear zumindest Schluss machen. Einfach weil wir hier speichern können und das einfach übel der Luxus ist. Okay. Das sieht ja wunderbar aus. So, wo muss ich speichern? 22 Uhr, das ist 21 Uhr, dann speichern wir hier.